Mann, ich brauche hier Platz. Hier ist meine alte Pizza und alles Weichliche und mein Teller, Mann. Meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dabei ist die Franzi. Hi. Also eigentlich nur so im TS, aber ja. Und ja, und zwar habe ich heute ein richtig nices Getdown-Texture-Pack am Start, womit ihr in Getdown richtig easy gewinnen könnt und auch so halt generell sehr viel Coinblöcke farmen könnt. Und zwar ist das von so einem Typ, den werde ich auch nochmal unten verlinken. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal mit Autonic slash TR in eine leere Runde rein. Oh ja, mein Skin ist sehr sexy. Ich würde sagen, dazu, ja, tun wir jetzt einfach mal das Texture-Pack rein, weil während der Runde ist immer ein bisschen schlecht, weil es ja ziemlich lange lädt. Und ja, das ist es. Ich kann es leider nicht in die Beschreibung verlinken, da der Typ das nicht will, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt noch das hier raus, weil das hier hat halt noch diese Dia-Blöcke in einer anderen Farbe gehabt und ihr werdet gleich sehen, was ich halt, oh, jetzt hat es ziemlich schnell geladen, was ich damit meine, dass ihr das, also, dass es ziemlich gut hilft, das Texture-Pack. So, und zwar seht ihr jetzt in der Runde, dass quasi alle Blöcke grau sind, außer Coin-Blöcke, Lucky-Blöcke und Dia-Blöcke. Gell, Franzi, die Dia-Blöcke sind rot, genau da unten sehen wir es. Und alles andere ist quasi grau und das ist richtig, richtig vorteilhaft. So, jetzt haben wir natürlich Blindheit. Aber durch meinen Shader sieht man die Blindheit nicht. Oh nein, aber man hat Langsamkeit, stimmt. Ja, kann jetzt sein, dass ich halt trotzdem nicht gewinne, aber es ist halt schon ziemlich, ziemlich nice, das Texture-Tag. So, ich habe jetzt mal die Sounds etwas höher gemacht, um euch das mal die Sounds zu zeigen von dem Pack. Nice. Ja, dieses Nice kommt halt immer, wenn man sowas Gutes bekommt. Jetzt haben wir leider diesen Block da nicht mitgenommen. Ist aber halb so wild. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier die da unten noch weiter mitbekommen. Aua! Und ich finde, das ist auch dann immer so verwirrend mit den ganzen Blöcken da und dass alles so bunt ist. Und so hat man quasi jetzt alles auf einen Blick quasi. So, jetzt schauen wir mal hier. So, zack, nice, nice. Und wir sind unten angekommen. Allerdings muss ich halt manchmal aufpassen, weil zum Beispiel jetzt wie bei dieser Map hier, war es dann so, dass ich quasi die Map nicht erkannt habe, so, weil ich halt so ein bisschen im Spiel drin war. Da habe ich eine ganz andere Route genommen als hier meine OP-Route. Und ja, ihr könnt ja, theoretisch kann man das eigentlich auch selber nachmachen, dieses Texture-Pack. Und es ist sogar erlaubt. Und ihr müsst halt einfach... Nein, als ob ich jetzt Rakete hatte. Ihr müsst sogar, also ihr müsst halt einfach alle Blöcke, die halt so in Gettern vorkommen, einfach grau machen und die anderen Coinblöcke so ein Ding. Bei der Map hier muss ich halt immer gucken erstmal, dass ich auf den Boden komme, genau. Despacito. So, oh nein, Mann, kein Knockback, Mann. Und bei dem Texture-Pack ist es auch so, wenn ihr jetzt hier verzaubert, dann, ja, seht ihr hier, alles was jetzt gut ist an Verzauberung ist einfach rot. Und ja, das ist auch ziemlich vorteilhaft, wenn man dann ziemlich viel, also viel schneller handeln kann sozusagen. Kann mal hier was anderes kommen? Ah ja, okay. Aber irgendwie kommt hier gerade keine Verbrennung. Ja genau, Leute, ne? Sowas feiere ich natürlich auch hart, wenn man dann einfach verzaubern will und die Zeit aber schon um ist, wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Okay, perfekt, Leute, so. Hier kann man natürlich jetzt viel mehr wieder sehen und ich finde es aber so geil mit Shader irgendwie. Ich nehme mir eigentlich schon seit längerer Zeit vor, mal mit Shader aufzunehmen, habe es aber irgendwie nicht richtig durchgesetzt und ich möchte jetzt wirklich in jedem Video mit Shader aufnehmen. Das ist eine Challenge auf jeden Fall, weil ich eigentlich so nie mit Shader spiele, aber ich hoffe mal, also ich probiere es mal. Und ja, ich guck mal, dass ich noch einen Shader suche, der vielleicht auch optimal quasi für mich ist, aber der hier ist eigentlich schon ziemlich nice, Leute, ne? Oh, das... Ah, jetzt ist ja nur noch der letzte da. Okay, er fragt nach Fair, gut. Yo, gut, dann gehen wir mal hin. Yo, okay. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier was reißen können, denn das Texture Pack hat uns natürlich schon einen extremen Vorteil gebracht. Oh ja, da gehen wir mit die Hit-Delay, da gehen wir mit die Low-Hit. Okay, und das war's. Na, GG Döner macht schöner. Hashtag Döner Crew, merkt euch das. Und ja, da würde ich sagen, war's mit dem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.